Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben da heute zwei Anträge. Einmal natürlich die Erhöhung der Sätze bei Hartz IV und gleichzeitig dann auch die Entbürokratisierung. Ich möchte hier auch diesen Einstieg wählen. Aber ich möchte natürlich da hervorheben, dass eigentlich bei dem linken Antrag ja nichts Neues ist. Das einzig Neue, was gewesen ist heute an diesem Tag, dass er von der Frau Ferkel vorgestellt worden ist und nicht von Herrn Birkwald. Also das ist vielleicht der einzige Unterschied gewesen. Aber sogar besser, Herr Birkwald. Also von daher, also das ist ja noch als eindrucksvoller gewesen. Also und deshalb also ist es sicherlich aber auch nichts Neues. Und von daher lohnt sich's darauf sicherlich dann auch mit einzugehen. Der Kollege Kober hat da dann den Vorwurf getätigt, dass die Linken keinen Ansatz haben, nämlich die Menschen in Arbeit zu bringen. Und ich möchte dies ausdrücklich also auch nochmals bekräftigen und auch untermauern mit dem Einstieg von der Frau Ferkel, weil sie hat nämlich formuliert, ich habe mir es ausdrücklich aufgeschrieben, wer Hartz IV überwinden will, muss zuerst die Sätze erhöhen. Also das hat natürlich überhaupt nichts zu tun. Ich bin der Meinung, wer Hartz IV überwinden will, der muss dafür sorgen, dass die Menschen in Arbeit kommen, und zwar in den ersten Arbeitsmarkt. Denn da ist nämlich die Überwindung, der Hartz-IV-Einkommens letztendlich dann möglich. Und das müsste wesentlich stärker zum Vorgang hier gebracht werden. Dem hat sich auch diese Koalition verschrieben, nämlich die Große Koalition. Und wir haben auch große Erfolge damit erzielt, nämlich fordern und fördern. Das ist das richtige Instrument. Und es hat sich auch mitgezeigt. Rot-Grün war 5,5 Millionen Arbeitslose. Jetzt haben wir rund gute 2 Millionen Arbeitslose. Bundeskanzler Schröder hat seinerzeit postuliert, er möchte die Arbeitslosigkeit halbieren. Wir haben es sogar noch stärker geschafft, die Arbeitslosigkeit abzubauen, und nicht indem, dass wir die Sozialhilfesätze erhöht haben, sondern dass wir kräftig den Arbeitsmarkt modernisiert haben und den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt besonders gefördert haben mit der Veränderungen bei der Bundesagentur für Arbeit und, was alles mit hier getätigt worden ist. Und wenn heute dargelegt wird, den Menschen muss man entsprechend Arbeit geben. Da haben wir sicherlich in einzelnen Bereichen noch große Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir 1 Million offene Stellen und auf der anderen Seite haben wir 2,2 Millionen arbeitslose Menschen. Es muss doch möglich sein, diese 1 Million Stellen wiederum neu zu besetzen, nämlich aus dem Bereich der Menschen, die jetzt als arbeitslos gelten und arbeitslos gemeldet sind. Und von daher haben wir eine Aufgabe, eine gesamte Aufgabe. Über diese Aufgabe lohnt es sich wesentlich mehr zu diskutieren, ist wie über Erhöhung der Sätze. Und ein zweites, werte Kollegen der Linken, Sie stellen dar, dass es politisch motivierte, herabgesetzte Sätze gebe. Wir haben ein stichhaltiges System, nämlich die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Das ist die Grundlage letztendlich der Ermittlung der Sätze. Ich gebe der Frau Hiller-Ohm ausdrücklich recht, dass man darüber immer streiten kann. Aber das Bundesverfassungsgericht hat diese Grundlage auch bestätigt in den verschiedensten Urteilen. Und das ist ja mit auch ein sehr entscheidendes Kriterium. Und die schöne imaginäre Vorstellung der grünen zukünftigen Linkswelt, dass man aus der Mitte der Einkommen sozusagen dies ermittelt. Ich frage mich ja sowieso, warum das nicht fordern, dass man die höchsten Einkommen zugrunde legen sollen. Jetzt einmal. Ja, ist ja wahr. Ich gebe auch natürlich hier recht. Der Kollege Vogel, glaube ich, hat es gesagt, wer soll dann das bezahlen? Also das wird ja dann die andere Frage sein. Und deshalb ist schon unser Sozialstaatsgebot das Richtige. Zuerst ist jeder selbst für sein eigenes Glück hier auch verantwortlich. Er ist gefordert, auch Arbeit aufzunehmen, zumutbare Arbeit anzunehmen,
hier haben wir die richtigen Instrumente gesetzt und dann haben wir Hartz IV im besten Sinne überwunden. Dafür werden wir zukünftig auch weiterhin arbeiten. Herzlicher Dank für die Aufmerksamkeit.